Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, I'm Assassin hier. Herzlich willkommen zu einem zweiten kurzen Qualitest-Video von mir. Eigentlich wollte ich heute einen Black Ops 1 Gameplay zeigen, aber mich hat dann ein Abonnent in den Kommentar zum letzten Qualitest-Video noch gefragt, ob ich denn nicht auch mal diese ganz hohen Elgato-Einstellungen einfach mal ausprobieren und zeigen könnte. Und da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Ich werde das Black Ops Gameplay dann auf den Montag verschieben. Das kommt dann da allerdings versprochen für alle, die ja immer schon mal wieder gefragt haben, wann ich denn mal wieder Black Ops 1 poste. Das wird dann allerdings ja wirklich am Montag dann auch stattfinden. Und ich muss sagen, ich persönlich erkenne nicht so den ganz großen Unterschied zwischen diesen beiden Qualitätsunterschieden. Aber wenn ihr meint, dass es wirklich so extrem ist oder dass es wirklich ja nötig ist, dass man da wirklich die perfekte Qualität hat, dann würde ich mich da ein bisschen an euch richten. Also schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze so findet. Ich habe am Ende auch nochmal dieses Gameplays hier einen Kurzclip reingepackt, in dem ich die normalen Elgato-Einstellungen verwende. Also dann habt ihr sozusagen den Direktvergleich in diesem Video auch und könnt mir dann einfach mal sagen, was ihr an der Stelle besser findet. Ich habe hier als erstes Gameplay einen Team Deathmatch auf Standoff 41:1 ausgewählt mit den Killstreaks, Escort Drone, Warthog und Loadstar. Eine ziemlich coole Kombination, muss ich sagen. Also die kann ich definitiv weiterempfehlen. Die ergänzt sich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und das war auch nicht das ganz normale Team Deathmatch, was ich hier gespielt habe, sondern dieser neue Team Deathmatch Spielmodus Arms Race oder Wettrüsten, der im Endeffekt eigentlich genau gleich aufgebaut ist, natürlich nur, dass man für einen Team Deathmatch Kill jetzt 150 statt 100 Punkten bekommt. Und ich finde, das ist eine definitiv deutlich fairere Lösung, weil Team Deathmatch war eigentlich immer so ein bisschen der einfachste oder der chilligste Modus, will ich es einfach mal nennen. Und dadurch, dass halt dieses Punktesystem für die Killstreaks in Black Ops 2 eingeführt wurde, haben sich gerade hat sich gerade das Erreichen von Killstreaks in einzelnen Spielmodis extrem verschoben, und ich fand mittlerweile, dass es in Team Deathmatch wirklich am schwierigsten war, seine Killstreaks zu erreichen, und das war irgendwie auch nicht der Sinn von Team Deathmatch allgemein, weil es ja eigentlich immer der Modus für Einsteiger dann auch im Endeffekt gedacht war. Und da haben sie jetzt mit diesem neuen Team Deathmatch-Modus definitiv eine deutlich bessere Wahl getroffen, in meinen Augen. Und überhaupt, das ist eigentlich so auch einer der größten Nachteile, den ich an diesem ganzen Punktesystem einfach sehe, dass dadurch, dass halt in einigen Spielmodus Objective-Ziele wirklich dauerhaft verfügbar sind und wirklich auch so oft benutzt werden, wie zum Beispiel in Herrschaft oder in Hardpoint, dass man dort halt seine Killstreaks wirklich deutlich einfacher erreicht als dann in Spielmodis wie zum Beispiel Sprengkommando oder Such und Zerstören oder eben auch Team Deathmatch, wo man halt maximal ein bis zwei Mal in der Runde die Möglichkeit hat, eine Bombe zu planten, beziehungsweise dann eben auch teilweise überhaupt keine Objective-Möglichkeit hat, wie es eben in Team Deathmatch der Fall ist. Und ich muss sagen, das ist einfach an der Stelle ein bisschen ungerechtfertigt, dass Killstreaks jetzt sozusagen vom Spielmodus irgendwie extrem abhängig sind. Das war zwar früher auch schon ein wenig so, weil halt gerade zum Beispiel ein Sprengkommando mit dem Spawn-System das Ganze ziemlich einfach war, seine Streaks zu erreichen, aber ich muss trotzdem sagen irgendwie, dass sich das in Black Ops 2 nochmal extrem verschoben hat, jetzt in eine ganz andere Richtung aber auch. Und von daher finde ich diese Lösung auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich sagen. Ich werde den Spielmodus auch jetzt öfters ausprobieren. Ich bin an der Stelle aber raus. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Quali findet. Von daher sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.